Konzert und Gastgeber für den heutigen Abend sind Justina und Max. Komm Max, hallo, dann müssen wir jetzt so ordentlich hallo sagen. Hallo. Wir grüßen euch herzlich. Einen wunderschönen guten Abend. Euch auch. Einen wunderschönen guten Abend. Wie versprochen, meine Damen und meine Herren, hoffentlich sind wir heute in spezieller... Ja, ein paar Herren sind ja auch dabei. Ja, ein paar Herren sind bestimmt dabei. Das freut mich sehr, weil ich mich heute besonders viel Mühe gegeben habe. Ja, wir sind heute in besonderem Outfit heute hier. Ja. Wir haben die Zahl der Registrierungen erreicht. Dementsprechend lösen wir unsere Wette ein. Ja, das ist die Überraschung, die wir für euch vorbereitet haben. Es ist Wunschkonzert. Es ist Wunschkonzert. Wir sind heute. Steh noch auf. Ja. Wir sind heute in einer speziellen Art gekleidet. Ja, ihr seht das. Oh. Hallo, sind wir etwa in Bayern? Ja, das ist. Die Welt ist ein globales Dorf geworden. Bayern in Posen. Bayern in Posen, ja. Darum soll es heute auch gehen. Natürlich zuerst einmal die Frage, meine Lieben, könnt ihr uns sehen? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Oder so ein guter Tipp. Und was ist mit Hören? Und könnt Hören. Könnt ihr uns hören? Ja, alles gut? Ja. Hi. Okay. Dann wollen wir euch sagen, was wir so vorhaben. Denn... ihr habt euch etwas gewünscht, wir haben es zusammengefasst. Jetzt sind wir aber nicht bei Wünscht dir was aktuell, sondern bei So ist es. So habt ihr euch gewünscht. So habt ihr es euch gewünscht, genau. Also wir fangen mit Landeskunde an, so wie wir das angefangen haben. Wir machen die Landeskunde live und sprechen, wie ihr schon das bestimmt ahnt, über Kleider. Über Kleider. Danach kommen wir... zur Grammatik wird ein bisschen ernster und wir werden über wirklich wichtige Sachen sprechen, wie Grammatik im Dachunterricht. Und dann wird's, ja, doch es bleibt ernst. Wir kommen zu Wie, Was, Wo, Wortschatz. Er hat euch einige Sachen zum Wortschatz gewünscht, viel mit, wie kann man Englisch nutzen, denn eure Schülerinnen und Schüler werden sehr oft Englisch als erste Fremdsprache lernen oder auch schon ein bisschen gelernt haben. Wie man Englisch nutzen kann und welche Rolle denn Englisch im Deutschen überhaupt spielt aktuell. Ob überhaupt, genau. Und dann letztes. Dann werden wir ein bisschen spielen. Juhu! Ich bin so im Landeskundemodus. Ich sehe schon, da fangen wir mal an. Die Macht der Tracht. Sag mal, ist das wirklich so top, dass wir so, oh Gott, das ist so unbequem, eben zu glauben. Dass wir so aussehen oder eher, scheiße, wie sieht da aus? Ne, oh Gott, ich habe schon scheiße gesagt, gehabt, habe ich angefangen. Und dieses Mal hast du es als erstes gesagt. Ist Tracht top oder flop? Warte mal, was meint ihr? Könnte man so durch die Stadt laufen, einfach Party machen? Also in London gefällt die Kleidung. Oh, aber meine oder Max? Ich kann mal noch einen Knopf aufmachen, um ein bisschen überzeugender zu machen. Ich kann ja auch so machen. Okay. Ah, also, Londra, das ist die Diplomatie, die Lehrerinnen brauchen. Sehr schön. Okay, also top. In Bayern vielleicht. Aber in Berlin so, durch die Straße zu laufen, wäre ein bisschen gefährlich, oder? Gefährlich ist es in Berlin dann auch nicht unbedingt. Ich würde sagen, es ist dann eher amüsant. Denn, gehen wir doch vielleicht mal ein bisschen in die Landeskunde, zur Pracht der Tracht. Ihr wisst es ja, Deutschland ist ein kulturell gar nicht so einheitliches Land. Im Sinne von, dass es jede Region auch eine eigene Sprache hat zum Teil, also Dialekte. Und so gibt es auch ganz unterschiedliche Trachten. Jetzt verbindet man mit der Tracht sehr oft altes Brauchtum. Das sehen wir auch hier auf den Bildern, ne? Ja, aber so ist es nicht. Nee. Die Tracht ist etwas, was man schon getragen hat, auch in früheren Zeiten. Aber so richtig in Mode ist die Tracht erst mit dem Nationalstaat im 19. Jahrhundert gekommen. Nicht so lange her. Und da haben sich auch viele Trachten entwickelt. Zum Beispiel seht ihr diesen Herrn mit diesem üppigen Strauß auf dem Kopf. Das ist eigentlich üppig, das, was die Dame da auf dem Kopf hat. Kommen wir gleich dazu. Das, was der Herr auch hat, ist ein Schützenverein.
Schützenvereine konnten erst gegründet werden, als es etwas zum Schießen gab. Heißt also, das sind Kinder des 19. Jahrhunderts. Und da haben sich viele aus dem bürgerlichen Lager kommende Menschen entschieden, Tracht zu tragen. Okay, und was hat die da auf dem Kopf? Die hat die sogenannte Bollen. Das sind aus dem Schwarzwald, das sind die Schwarzwälder Bollen. Das ist, ja, oh, wow. Ja, ja. Pjonka in Landeskunde. Ja. Schuska. Schuska, ah, stimmt, für mich gibt es ja nur Pjonki. Schuska. So, das habe ich vorhin noch nicht gelernt, ne? Ja. Die Bollen sind auch ein typisches Markenzeichen, was häufig bei irgendwelchen Präsentationen gezeigt wird. Ich komme gleich auf die Geschichte zurück. Auf der linken Seite seht ihr eine norddeutsche Tracht. Denn, das glaube ich, sagen auch alle, wenn Ausländer an Deutschland denken, die sehr viel weniger ausgebildet sind als jetzt ihr seid, denken sie häufig an das, was ich trage. Ja, oder? Genau, das, was wir tragen, an so etwas denken sie, dass das auch Deutschland sei. Das ist natürlich ein schlechter Ausschnitt, ich gehe auch noch ein bisschen runter, dass wir ihn sehen können. Deutschland. So sieht Deutschland aus. In den deutschen Umzügen in New York zum Beispiel laufen sie alle in diesen Trachten herum, in den bayerischen Trachten. Das stimmt nicht. Es gibt auch in Norddeutschland, in Mitteldeutschland, also West wie Ost, gibt es Trachten. Ja, nur, in Deutschland ist es genauso. Wir haben auch unterschiedliche Varianten dann. Genau, nur sind diese Trachten weniger üppig. Das muss man sagen. Und sie sind früher, wegen des Aufkommens einer bürgerlichen Gesellschaft, früher an den Rand gedrängt worden. Okay. Sind sie auch so unbequem? Du gewöhnst dich an die Vorzüge. Ja? Und wir gewöhnen uns auch an die Vorzüge. Ich meine, die Kamera ist ja vorteilhaft positioniert. Ich sehe das gerade, ne? Dass ich ja irgendwie dann zu sehr im Bild bin. Und es ist auf alle Fälle so mit den Trachten. Die Trachten haben dann, gerade auch als Folge des Nationalsozialismus, ganz lange gelitten. Und Trachten galten als rückständig, Trachten galten als etwas aus dem Land. Bäuer, ja, also eher bürgerlich. Genau, dann, genau, ja. Etwas nach rückwärts gekehrt ist, möchte man sagen. Und jetzt aber, in den letzten 20 Jahren, hat sich vielleicht bedingt durch die Globalisierung, das ein bisschen verändert. Mhm. Insofern, als dass es wir kommen auch gleich zum Wortschatzthema, ein Revival der Tracht gibt, in der Hinsicht, dass junge Menschen, allerdings in Süddeutschland, das muss man auch sagen, verstärkt auch wieder Tracht tragen. Mhm. Wisst ihr denn, zu welchen Anlässen man im Süden Deutschlands Tracht trägt? Eine Idee? Zu einem Webinar. Zum Oktoberfest, ja. Ja. Das ist Verkleidung für viele dann auch, ja. Heirat. Mhm. Oktoberfest schon wieder. Hochzeit Oktoberfest. Hochzeit auf dem Oktoberfest. Das wäre was. Mhm. Kirchliche Feiertage. Ja. Aber wohl nicht genauso. Wir haben zwar kein Oktoberfest, aber kirchliche Feiertage auf dem Lande, da trägt man immer noch die Trachten. Also, dann sehe ich, das ist eine Stadtfeste, genau, eine ziemliche Ähnlichkeit. Eigentlich gibt es bei dem, was ich trage, schon auch Menschen, die das jeden Tag tragen. Die meine Tracht, also das Oberteil mal weg, ich sage noch nicht die Bezeichnung, dazu kommen wir gleich. Das, was ich untenrum trage, ist eigentlich etwas, was man einmal in seinem Leben kauft. Und das trägt man auch oft zu jedem Tag. Ich hätte eine wichtige Frage, wäscht man das? Nein. Die kauft man einmal und dann kratzt man ab und mit der Zeit wird das geschmeidig und tastet sich an die Körperformen an. Okay. Und nachdem ja auf der Welt die Gravitation herrscht, ja, wandern manche Dinge auch nach unten und diese Hose ist auch in der Lage, falls ich mal so sein sollte, ziemlich viel in dem Bereich aufzufangen. Ja? Also das ist quasi ein Einsatz des Menschen, der Schwerkraft trotzt, würde ich sagen. Sehr schön. Gehen wir zurück dazu. Wichtig ist Folgendes. Heutzutage, das ist eine Formulierung, die ich nicht so gerne mag, aber aktuell trägt man Tracht in Süddeutschland, wie ihr gesagt habt. Mhm. Natürlich zu den Stadtvolksfesten, dem größten auch Oktoberfest, aber insbesondere auch beim Kirchgang am Sonntag, ja.
und insbesondere auch bei Hochzeiten, Kommunionen, also bei der Kommunionsfeierlichkeit und bei Firmung und so weiter und so fort. Heißt also, die Tracht ist eigentlich ein Festgewand. Sehr oft. Großes leerer Wunschkonzert. Ja. Wenn ich Konfetti hätte, vielleicht zaubere ich sie aus dem Hut. Yay, würde ich die Konfetti hochwerfen. Aber, Guck mal, wir haben hier noch eine Frage. Diese Future, hat die da ehrliche Bedeutung, die Farbe? Ob ich noch schwarz, rot oder... Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Im Zweifel schon. Mhm. Nur kann ich euch das beim besten Willen nicht beantworten, weil es sogar so ist, dass in den kleinsten Regionen in Bayern jede Dorfgemeinschaft eigene Farbsymboliken hat. Also das ist ein sehr kompliziertes Thema. Im Normalfall zu einer Bedeutung, zu einem bedeutungsstrangenden Element kommen wir aber gleich. Mhm. Wollen wir weiterkommen? Ja. Das so viel zur Geschichte vorerst. Kommen wir zur Arbeit für euch. Ja, wir sollten so ein kleines Quiz. Ein Quiz ist immer gut. Der Roboter. Trachten, Wortschatz. Mhm. Ja, Justina. Soll ich aufstehen? Stehst du mal auf. Ja. Schauen Sie sich das an, meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren. Was trägt Justina da oben? Das Weiße, was sie da oben trägt. Wie heißt das? Haben Sie eine Idee? Habt ihr eine Idee, was das Weiße, das sie trägt, sein könnte? Oh, Goscha. Lola. Das ist ganz einfach. Das heißt auch Punsch fast genauso. Na, jetzt kommt viele. Mein Kommunionskleid hat ja sowas. Ja, wunderbar. Und es kommen alle. Es ist eine Bluse, so einfach ist das. Ja. Hier aber die sind die Puffärmel. Mhm. Typisch für viele Blusen sind die Puffärmel. Kleine Wortschatzeinheit, Bluse, das ist ein falscher Freund im Polnischen. Nur für Frauen. Und was hier trägt Justyna, wir gehen von oben nach unten, in diesem Bereich. Wie nennt man das da hier? Das hier. Das ist die Schürze. Das ist die Schürze. Und das? Ja, wunderbar. Olla ist die Trachtenexpertin. Ja. Das ist das Mieder und das ist die Schürze. Wunderbar. Okay. Dann trägt sie natürlich einen Rock. Man trägt auch manchmal darunter, das muss jetzt nicht zeigen, einen Unterrock. Den tragen wir hier nicht, weil wir super nervös sind. Es ist so warm. Wir haben auf alle möglichen Klamotten verzichtet. Nein. Okay. Unterrock, genau. Frauen tragen. Es ist langsam zu heiß hier. Frauen tragen normalerweise als Schuhmode zu der Tracht Pumps. Ja, habe ich gleich erwähnt. Pumps oder Ballerinas. Weder noch. Turnschuhe eigentlich nicht. Da würde der bayerische Staatsminister für Heimat würde bewusstlos umfallen. Ja. Ups. So. Na, jetzt bist du dran. Steh ich auf und. Fangen wir von oben oder von unten an? Von oben. Ja, das hier. Oder? Das. Was ist denn das? Nee, ich würde sagen... Charivari ist ein interessantes Wort, es ist nicht. So reich bin ich nicht. Darf ich zeigen, wo? Hier eher, ne? Der Klepp bezahlt nicht so gut. Ja. Okay. Hemd. Hemd. Ganz einfach, das Trachtenhemd. Das ist ein Landhaushemd. Das sieht man hier an der Applikation hier. Zeige ich es euch mal. Oh, ja. Oder auch hier. Ja, das ist ein Leinen-Baumwoll. Wadenwärmer noch nicht. Was ist denn? Sehr schick und einmal im Leben gekauft. Lederhose. Ey, komm. Die Lederhose. Ja. Was ist das hier? Das hast du vergessen. Was ist das? Lederjacke. Nee, das ist keine Lederjacke. Das ist keine Lederjacke. Das ist eher Wolle, glaube ich. Das ist Wolle. Janka. Wow, wer hat das geschrieben? Allah. Lotta und Allah. Lola, Eva, alle wissen das schon. Genau, das ist der Janka. Speziell dazu eine dicke Trachtenjacke. Jetzt kommen wir. Sag mal, was du da drin hast. Puh, das war ein bisschen gefährlich.
Tatam, das sind die. Schneller bitte. Ja, Wollsocken und. Das Schuhwerk. Ich glaube, jemand hat es schon geschrieben, aber ich habe es nicht. Wadenwärmer. Nee, wir haben keine Wadenwärmer. Wollsocken und Haarfallschuhe. Ja. Wunderbar, ihr seid richtige Trachtenkenner. Ein paar Dinge stehen hier nicht, oder habe ich nicht. Zum Beispiel, Haarfallschuhe im Übrigen sind sehr robust, aber am Anfang relativ unbequem. Das muss man auch sagen. Was muss man machen, damit es bequemer Man muss hineinurinieren. Was wird? habe ich nicht gemacht? Bitte Was die nicht, Männer als nicht abschalten. Ich habe es Mann. nicht gemacht. Einmal Lederhose in Leben waschen, also eigentlich überhaupt nicht waschen. Überhaupt nicht waschen. Und dann noch in die Schuhe pinkeln. Super. Bitte, bitte, bitte. Nein. Ja, die Klappe. Wollt ihr die Klappe sehen? Nein! Ab jetzt muss man bezahlen dafür, ja. Es ist wirklich 22 Uhr. Es ist nur hier, ich zeige mal ganz kurz, das ist die Klappe. Die macht man dann hier so Und zu. das war's. Es war schön mit euch die ganze Zeit hier, aber Martin, leider. Martin hat nur aus wissenschaftlichem Interesse gefragt. Einer sicher. Das ist ja interessant, das hat ein Mann gefragt. Gehen wir, ja, weil er das kennt wahrscheinlich. Aha. Gehen wir noch zu ein paar Begriffen, die man hier nicht so gesehen hat. Und zwar Gamsbad, Charivari Das habe ich schon und, gezeigt. hast du gezeigt, genau, und Lofal. Der Charivari ist quasi eine Kette, ein Schmuck in dem Bereich, der hier eingehängt wird, hier rüber, um auch diese Klappe ein bisschen zu Ja. verschönern. Und Noch. die Läufer oder Lofal, das sind die sogenannten Wadenwärmer. Warum werden die so getragen? Sie haben jetzt so warum? Weil an der Stelle, wo sie nicht sind, sehr oft die Socken früher gerissen sind. Und das war ein Überbleibsel und dementsprechend ist das so eine Art Okay. Mischung. Ja, und der Gamsbart, das ist mein Hut, ist ein schlichterer Hut. Der Gamsbart ist normalerweise etwas, was Fällt man, ja die Zeit, genau, was man ja. hier draufsteckt. Und da gilt die alte Männerweisheit, je größer, desto besser. Ja, dafür. Naja. Oder desto wichtiger. Spar Und mir hier das dann Kommentar. noch ein Wort für Martin, der auch den Grund kennt, warum es diese Klappe gibt. Es gibt eine Redensart, die aus dem süddeutschen in den ganz deutschen Bereich gekommen ist. Eine Frau mit großer Oberweite, umgangssprachlich, hat viel Holz vor der Hütte. Also hier. Ja, wir hatten über Bilder auch in einem Webinar gesprochen, das würde ich sehr empfehlen. Das ist ganz plastisch. Das ist das Hausfrau Hausfrau. und das Hausfrau, der Körper ist das Haus und Holz stapelt man vor dem Haus. Wenn man viel Holz vor der Hütte hat, ist man. Geht noch, ne? Okay. Landeskundiger Gehen wir ein weiter. ganz schön Puh. sein. Okay, aber Landeskunde ist natürlich ein wichtiger Teil. Meine Damen, meine Herren, ihr wisst ja, nach NPPR ist Landeskunde kein eigener Teil mehr, sondern wird integriert in die einzelnen Ja, Teilbereiche. genau. Und das darf man nicht vergessen. Landeskunde ist wichtig, weil ich glaube, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne sagen, dass ihr mehr Landeskunde wollt. Aber vielleicht könnte man auch über Trachten und über Trachtenmode und Landeskunde bei dem Thema Familie und Familienleben Ja, sprechen. zum Beispiel, Ja? wann trägt denn der Papa die Tracht? Ja. Nee, was heißt, wenn Mama sowas Ah, anhat. eine Runde Schürzologie. Ja. Stehst du noch mal kurz auf? Ja. So, ihr seht, ihr Stella hat hier die Schürze und die Schürze ist gebunden. Für mich ist es eigentlich rechts. Man hat sie rechts von sich gebunden. Man könnte die Schürze auch anders binden. So hier. Hat links zum Beispiel oder in der Mitte. Hat jemand von euch eine Idee, warum? Warum Justina die Justina. Schürze rechts gebunden hat. Verheiratet, ja. Martin ist ein wirklicher Kenner, der Wahnsinn. Vor allem mit der Knappe. ein Mann. Schauen wir mal Und da. was? Okay, rechts verheiratet. Halbes Jahr in Bayern verbracht. Da. Aber, Und links. genau, für die anderen, ich nenne es mal Schürzologie,
Die Stelle der Schleife vermittelt nämlich dem interessierten Manne, ob er zum Schürzenjäger, also zu dem, der die Frau abschleppt, werden kann. Denn der Ort der Schürze zeigt den Familienstand der Trägerin an. Mhm. Links, ja. Single und willig auf ein Flirt. Willig, sofort willig. Nein, nicht willig auf ein Flirt, man darf, sie darf angesprochen werden. Rechts, vergeben. Mhm. Girls, just wanna have fun. Ja, vorne, Jungfrau bzw. geht dich nichts an. Also ich will darüber nicht sprechen. Ist nicht kein Sache. Thema. Zum Beispiel macht man sehr, setzt man sehr oft bei, Mädchen, setzt man die Schleife vorne. Ja? Mhm. Theoretisch kann man die Schleife auch nach hinten setzen. Das tragen zum Beispiel auf dem zitierten Oktoberfest die Kellnerinnen. Oder Witwen tragen das. Ja. Das spielt ja auch keine Rolle, ob die da auch als Kellnerin Single ist oder vergeben. Genau. Oder Kinder, weil sie eben nicht auf diese Art und Weise in einem Bierzelt oder ähnlich angesprochen werden sollen. Aber, und das ist mir wichtig, keine historische Verwirrtheit der Tradition. Diese Tradition kennt man nicht in der, im 19. Jahrhundert. Das ist etwas, was sich in der Bierzelt-Tradition entwickelt hat, um schnell Orientierung zu schaffen für den mehr oder minder wahrnehmungsfähigen Mann. Ja, zum Thema Landeskunde. Fett hat einiges zur Landeskunde zu bieten, ja. Weil es natürlich nicht nur die Tracht gibt als also Kleidung als landeskundliches Element, sondern noch andere, zum Beispiel. Feste. Also wenn es ein Fest gibt, dann trägt man auch sowas, was wir heute anhaben. Also das passt ja auch zusammen. Ne? Also bei Festen kann man ja auch nicht so festlich ankleiden. Genau, das Schöne finde ich bei Klett, dass sie noch andere Feste nehmen, also Weihnachten und Ostern sind die Standardfeste bei dem Komplett, nehmen sie aber auch zum Beispiel Frühlingsfeste und Karneval. Und Karneval, was natürlich jetzt für uns also aus dem Süden nicht unbedingt das wichtigste Fest ist, aber im Westen Deutschlands schon ein wichtiges Fest. Und Dialekte, also Sprache? Sprache ist auch wichtig, ist was für dich hier? Bayern ist schön. Oh, du schau mal, oh, das Mädel ist Drecker. Ja, und auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen haben Sie gerade gelernt beim Blog. Genau. Über Feste haben wir im Übrigen auch gesprochen bei unserem landeskundlichen Webinar, das ihr euch auch gerne auf YouTube nochmal anschauen könnt. Dann halt nicht mehr live. Aber da haben wir auch über Feste. Übrigens, wie spricht man das hier aus? Das A ist ein vorderes A. Es ist Pomali. Wie Pomau. Ja, Pomali. Gut. Essen ist immer ein wichtiges Thema, vor allem in allen Regionen. Und hier haben wir zum Glück nicht nur bayerisches Essen, ja, aber auch berlinerisches Essen, also Currywurst und nicht nur Currywurst, auch andere Sachen und Kaffee. Kaffee ist auch ein wichtiges Thema, vor allem in Wien. Also wir haben auch Landeskunde aus den anderen Ländern. Genau, das ist auch eine wichtige Sache. Es gibt nicht nur Deutschland, es sind Dachl, aber das wisst ihr ja auch. Und komplett trägt dem auch Tribut, indem sie das so darstellen. Mhm. Und Schule? Eine Frage ging auch dahingehend bei dem Wunschkonzert. Man wollte etwas über das Schulsystem in Deutschland wissen. Das könnten wir gerne erklären. Mhm. Ist dann nur etwas, was sich komplett mäßig dann deckt, weil das ein Lehrbuch nicht nur über Schule gehen kann, aber auch komplett deckt das ab, dass man weiß, wenn es zum Beispiel einen Klassenaustausch gibt oder Ähnliches, auf welche Schule denn deutsche Kinder so gehen. Ja, und was heißt die 9., 10. Klasse und warum es die überhaupt gibt. Richtig. Also ihr seht, auch da deckt komplett fast das komplette Spektrum an Landeskunde ab. Ja, sehr viel auf jeden Fall. Landeskunde live. Ist schon vorbei. Jetzt gehen wir zum Thema Grammatik. Nice und easy. Mhm. Kennt ihr diesen schönen Mann hier? Sicher, ne? Jeder hat wahrscheinlich zu Hause entweder die Duden-Grammatik oder Helwig Buscher oder ja, dieser Dreierschmidt. Dreierschmidt, genau, genau. Also das gelbe Ding, ja, große gelbe Ding. Okay, wir haben eigentlich so drei grammatische Systeme, so könnte man das aussehen. Wir haben Regeln, einfach ohne Beschreibung, Regeln, die man weiß im Leben, einfach aus allen Büchern, Regeln. Dann wir haben das beschriebene System, das ist das, was wir im Duden oder Helwig und Buscher finden können. Und das sind die
System, die wir auch an der Uni gelernt haben, so wissenschaftlich gesehen, das seht ihr unter B, das ist die Beschreibung des Regelsystems. B1, das ist das, was wir an der Uni gelernt haben, und B2, das ist das, was wir aus dem, was wir gelernt haben, für unsere Schüler im Unterricht vorbereiten können. Und das, was die Schüler im Unterricht lernen, diese Grammatik, das ist das, also die sogenannte Grammatik im Kopf. Also die Regeln, die die Schüler dann lernen, im Kopf speichern können und dann so entsprechend dann auch einsetzen. Aber die müssen nur bedingt, diese Grammatik im Kopf muss nur bedingt mit der Lern- und der, sagen wir mal, linguistischen Grammatik übereinstimmen, oder? Ja, genau. Okay, was ist dann da das Wichtige quasi? Weil ja diese Grammatik im Kopf wichtig ist, dass die Regeln nicht zu kompliziert für den Schüler sind, dass das nicht so wissenschaftlich beschrieben wird, wie wir das in der Uni gelernt haben, sondern, sagen wir mal, so lebensnah wie möglich. Mhm. Und auch, aber dazu sagen wir auch ein bisschen später was, kommunikativ, dass sie auch diese Grammatikregeln kommunikativ einsetzen können. Und hier sind wir bei den Methoden der Grammatik. Die allererste Methode und die älteste, würde ich sagen, Methode der Grammatikvermittlung war die Übersetzungsmethode, Grammatikübersetzungsmethode. Bei dieser Methode hat man sehr viel geschrieben, würde ich sagen. So lernt man auch Latein immer noch, ne? Dass man da einfach die Texte übersetzt und so lernt man all die Wörter, Strukturen und all die Konjugationen, Deklinationen, alles Mögliche. Das ist eher die Methode, die man jetzt nicht mehr in der Schule benutzt, hoffentlich. Dann kommt die direkte Methode und dann auf einmal gab es die große Revolution. Ne? Da war das Geschriebene nicht mehr wichtig, das war die Kommunikation am wichtigsten, dass man spricht, spricht, spricht. Und so lernt man auch die Grammatik. Und es gab auch ziemlich große Kritik hier an dieser Methode, dass sie nicht auf die Systeme achtet, dass sie so auf Fehler nicht achtet, weil da hat man vor allem gesprochen und so hat man auch Grammatik gelernt. Oh, da gibt es noch irgendwelche Probleme, wenn es um den Ton geht. Aber okay, ich hoffe, dass wir das auch irgendwie schaffen. Dann gab es auch weiter eine wichtige Entwicklung, Tonbandgerät. Und so hat man da auch die Aufnahmen bei der Grammatikvermittlung eingesetzt und die auch hier benutzt für diese Zwecke. Und von dieser Methode, von dieser direkten Methode, von dieser audiolingualen Methode, hat sich diese kommunikative Methode entwickelt. Und so unterrichtet man Grammatik jetzt. Also, dass man vor allem auf die kommunikative Funktion der Grammatik setzt und die im Blick hat. Wir machen das aus dem Grund, weil viele Fragen kamen, wie kann ich Grammatik vermitteln und welche Möglichkeiten gibt es? Und dann dachten wir uns, dass die kommunikative Methode nochmal darzustellen für euch bestimmt auch ein Vorteil sei. Ja, und was ist so vorteilhaft bei dieser Methode, dass wir da vor allem auf die Interaktion im Vordergrund steht. Und all die Übungen, die wir machen, handlungsorientiert sind. Das sind so keine Sätze schreiben sozusagen, sondern das sind eher Dialoge, das sind eher Strukturen, die man später auch im ganz normalen echten Leben, in der echten Kommunikation einsetzen könnte. Und hier wichtig ist von Anfang an der natürliche Kontext, in dem man auch diese grammatischen Regeln einsetzen kann und benutzen kann. Und dass die Schüler selber die Regeln auch entwickeln. Egal, ob sie das wirklich richtig gut gemacht haben oder nicht, Hauptsache, das ist kommunikativ für sie verständlich und nicht zu kompliziert. Und wenn das funktioniert, das ist das Wichtigste bei dieser Methode. Klingt plausibel. Ja, aber es gibt auch ein paar Probleme, also eigentlich keine Probleme. Nee, das sind nur Schwierigkeiten. Probleme gibt es niemals. Ja, manchmal. Dafür haben wir bei der Tracht die Klappe für Probleme. Okay. Also. Ja. Das sind vielleicht meine Wissenslücken, ja, und die will ich auch gar nicht ergänzen. Na gut, dann auf jeden Fall, was könnte hier so schwierig für unsere Schüler sein? Vor allem, dass die Sprache, die wir bei den grammatischen Regeln benutzen, zu kompliziert ist. Wenn da steht eine grammatische Regel so ganz wissenschaftlich geschrieben, dann denke ich, oh nein, das ist zu kompliziert für mich, zu abstrakt und nicht so übersichtlich. Wenn wir aber diese Grammatik von einer anderen Seite zeigen, von dieser kommunikativen Seite, dann auf einmal ist das nicht mehr so kompliziert, weil das sind so Sätze, die man auch benutzen kann, lernen kann und sofort anwenden kann. Und man schafft ja dann auch Motivation. Ich meine,
Wer keine Motivation hat, ist immer schwieriger zu motivieren, aber ich glaube, es wird erstmal demotivierend, eine ellenlange Lateinunterricht, eine ellenlange Erklärung zu finden, was denn der Ablativus Absolutus ist und so weiter und alle Formen zu lernen. Und Begriffe vor allem, was du gerade gesagt hast. Also eigentlich gibt es keine Ahnung, was ein Subjekt ist. Egal. Ne? Eigentlich ist es egal, was Subjekt heißt. Hauptsache, er weiß, wo dann im Satz stehen sollte. Wie Kinder eben auch eine Sprache lernen. Ja. Und beim Sprachenlernen kommt auch manchmal zu Interferenzen. Aber über Interferenzen haben wir auch bei einem Seminar schon gesprochen. Auch über Interferenzen haben wir gesprochen. Gott, haben wir schon viel gemacht. Könnt ihr euch auch gerne auf YouTube zu Gemüte führen. Und es gibt sowas wie grammatische Progression. Das würde gerne jeder sehen, ja, in der Schule. Aber wie erreicht man das, die Schüler die Grammatik lernen? Vor allem sollte man sich die Frage stellen, das sind die Argumente, die wir hier sehen, ob das, was ich für meine Schüler vorbereitet habe, wirklich für sie nützlich wäre, ob sie das, diese Struktur einsetzen werden. Dann, ob das nicht so schwierig ist, nicht zu einfach, das darf auch nicht zu einfach sein, und ob sie das wirklich einsetzen können, auch so wie wir uns das geplant haben. Dann, wie können wir das vermitteln, auch mit Symbolen und Bildern? Klassischerweise gilt ja für die Vermittlung von Einheiten in einer Fremdsprache, dass, oder generell für die Vermittlung von Inhalten, das Muster N plus 1. Ja, das darf nicht zu einfach sein, aber auch nicht auf dem gleichen Niveau. Ja, das muss ein bisschen, immer ein bisschen schwieriger. Damit die Herausforderung da ist. Ja. Ohne Herausforderung gibt es diese Motivation zum Fremdsprachenlernen nicht. Auf der anderen Seite einen Text zu haben, bei dem man 80% der Wörter nicht versteht, ist auch nicht. Blöd, ne? Und wenn es Knochentrocken darum geht, füll die Lücke aus, dann ist natürlich auch nicht schön. Deswegen sollte man vielleicht auch Spiele, Farben, Symbole. Oder Kurzgeschichten sind ja auch gut. Mit Kurzgeschichten kann man auch super Grammatik vermitteln. Aber diese Bilder und Symbole, die wir dann auch nehmen für Grammatik einsetzen wollen, sollen eher abstrakt sein. Also abstrakt kann man sich besser bemerken mit den grammatischen Begriffen zum Beispiel. Ja? Und Grammatikspiele sollen immer handlungsorientiert sein und auf Kommunikation eingestellt. Aber über Spiele und Spielen werden wir auch gleich sprechen. Und was haben wir bei Komplett? Komplette Grammatik haben wir bei Komplett, würde ich sagen, weil da haben wir diese... Das ist ja auch komplett. Na klar, aber dann haben wir diese Phänomene, diese grammatischen Phänomene von jeder Seite gezeigt, würde ich sagen. Weil wir haben hier Texte, aber das sind so keine Übungen, die man da einfach ergänzen muss oder Sätze schreiben muss, sondern das sind Texte, über die man auch später sprechen kann, über die man auch diskutieren kann. Und Texte, die man zum Beispiel schreiben sollte, sind auch handlungsorientiert, wie Lobeinträge zum Beispiel oder Chatgespräche. Ja, das sind eher Sachen, die man auch im ganz normalen Leben in echter Kommunikation später sehen könnte. Wie hier zum Beispiel beim Schreiben. Wir haben hier auch Fragen. Fragen sind immer auch handlungsorientiert und zeigen den richtigen Weg. Und die Schüler wissen schon, die müssen sich auch keine Gedanken machen, welche Regeln sollte ich nehmen, welche Struktur, sondern hier ist der erste Schritt schon für sie gemacht. Wie ihr unten seht, in dem Namen, da hat man sich bei Komplett Gedanken gemacht. Das sind sogenannte Chunks. Ja. Das sind Einheiten, über die wir bei Wortschatz nochmal kurz sprechen wollen. Aber auch, ihr ahnt es schon, dazu haben wir ein Webinar gemacht. Ja. Diese Chunks helfen einfach, die senken die Schwelle, überhaupt etwas schreiben zu können. Ja, und das ist auch schön, weil wir hier nicht nur Grammatik üben, sondern wir haben Wortschatz und Grammatik in einem. Ne? Das ist alles durchdacht. Ja, ihr seht hier auch, so Tim auch in Richtung Abitur, wenn wir mit Abitur schreiben, kann man auch schön handlungsorientiert machen. Und schreiben. Wenn Max etwas schreibt, dann muss man antworten. Wenn Max schreibt, muss man antworten. Automatisierung ist auch bei diesen grammatischen Übungen Aufgaben sehr wichtig. Über Automatisierung, glaube ich, haben wir auch mal gesprochen. Fast alles gemacht. Wow. Ja, aber hier kann man diese grammatischen Regeln, grammatischen Einheiten, diese Hetzen einfach auch bei der Aufwärmung einsetzen. Und die Ahnung gar nicht, dass das so eine grammatische Übung ist. Grammatik easy. Das heißt, dass alles, was so schwierig in der Grammatik ist, was so kompliziert ist, wurde hier auf den Seiten beim Arbeitsbuch nochmal extra einfach erklärt. Weil das Ziel noch immer die Kommunikation ist. Ja, man sollte das zuerst
verstehen, damit man das später kommunikativ auch einsetzen kann. Und ich meine, auch hier ist die Sache, grundsätzlich ist es so, die grammatische Regel kann man auch noch später lernen. Es ist sogar sehr oft besser, vielleicht sich selbst erstmal in der Theory of Mind eine Theorie zu bilden und dann die abzugleichen. Wenn sie stimmt, ist alles super. Wenn sie nicht stimmt, dann kann man sie verändern. Aber wenn man eine Theorie vorgeklatscht bekommt, dann hat man überhaupt keine Möglichkeit, sich selbst einen Sinn darauf zu machen. Ja, und auch wenn da etwas nicht gestimmt hat, das, was nicht gestimmt hat, kann ich mir auch besser merken. Ja. Ja. Ja, zeig mal das hier, weil da haben wir schon gesagt, dass hier die Grammatik von jeder möglichen Seite gezeigt wurde. Und das ist ja auch so, dass ihr diese grammatischen Regeln bestimmt super im Unterricht erklären könnt. Also die, die hier sind. Ja, auf jeden Fall. Die vor allem. Ihr seid die Crème de la Crème. Ach ja, ach, wie schön, dass du das gesagt hast. Aber es gibt manchmal Schüler, die trotz ihr euch so viel Mühe gegeben habt, die diese Regeln nicht verstanden haben. Oder vielleicht wollen sie das auch anders erklärt bekommen. Und so haben wir das auch hier gemacht, dass wir die wichtigsten grammatischen Phänomene, Regeln, die für unsere polnischen Schüler am kompliziertesten sind, nochmal auf Polnisch erklärt haben. Und vielleicht ein wichtiger Punkt ist auch der, man muss natürlich auch immer, auch das ist ein Punkt, den wir sehr oft gelesen haben, wie schaffe ich es, meinen Inhalt bei wenig Stunden in der Woche zu vermitteln? Es ist natürlich auch so, Grammatik einmal erklären kostet Zeit, ist notwendig. Ja. Grammatik ein zweites Mal erklären ist auch noch notwendig. Aber doch dann gibt es immer diese eine oder diesen einen, der es noch immer, die oder die es noch immer nicht verstanden hat. Und dann steht man als Lehrerin, Lehrer vor dem Dilemma. Nehme ich alle mit oder und verliere Zeit und komme nicht voran? Oder lasse ich Leute zurück? Klassisches Gefangenenlager-Dilemma oder so etwas. Nachhilfe hilft, denn Justina ist auf YouTube sehr geduldig und erklärt es dem oder derjenigen auch hundertmal. Ja, und es ist natürlich auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, das Internet bietet viele Möglichkeiten, auch Grammatik wird erklärt, auch auf Polnisch, das ist ein großer Vorteil, Justina erklärt auf Polnisch. Aber es gibt da auch Beispiele auf Deutsch. Das Beispiele auf Deutsch, dass ich da nur Polnisch spreche. Die übertitelt sind oder untertitelt sind. Also auch, das seht ihr hier auch sogar im Bild. Hörsehen quasi wird geschult. Und eine Sache ist, es ist auf den Inhalt von komplett abgestimmt. Denn wenn ich jetzt ein Video über Wortstellung klären würde, aber übrigens, wir haben auch ein Webinar über Wortstellung gemacht. Ja, das haben wir auch gemacht. Dann ist das etwas anderes auf einem anderen. Eine andere Herangehensweise, als du hier gemacht hast. Weil das ist für Schülerinnen und Schüler basierend auf und zurückgeführend auf komplett. Man kann das auch im Unterricht machen, aber das eignet sich auch für so Selbstlernen, Selbstarbeit zu Hause und fördert auch die Lernerautonomie, würde ich sagen. Auch dazu haben wir etwas gemacht. Ja, deswegen habe ich es gesagt. Und schaut es euch mal an. Also schaut es euch an, es lohnt sich wirklich. Ja. Jetzt gehen wir weiter und zwar. Wie? Was? Wortschatz! Und zwei Dinge. Ja, das war für ich muss da was sagen. Hallo Jarek. Oh. Wir kennen uns. Extra für Jarek Holz vor Hütten. Jetzt Wortschatz. Okay. Es kam eine ganz große, also ein großer Teil vielleicht in den Fragen, die wir erhalten haben, war, wie das Englische Einfluss nimmt auf das Deutsche. Das ist eine Sache. Mhm. Und das zweite ist, wie man sich Englisch zunutze machen kann, weil die Schülerinnen und Schüler ja als erste Sprache Englisch lernen sollten oder gelernt haben und wie man das wie man das gegebenenfalls nutzen kann. Ja. Direkte Übersetzungsmethode, viele Deutsche aber es geht. Lernen Englisch mit My English is not the yellow from the egg, but it goes. Sprechen die Deutschen Englisch? Sometimes we speak English like this. Ja. Like this. Wir übersetzen auch ganz gerne Redewendungen ins Englische. Und zwar, mein Englisch ist nicht das Gelbe vom Ei. Denkt ihr an das Gelbe vom Ei, an Farben und Formen, haben wir auch gemacht. Aber es geht, also es ist in Ordnung. Hier. Das ist diese Übersetzungsmethode. Genau. Ihr könnt auch, das gleich mal vorweggenommen, das auch natürlich nutzen, spielerisch deutsche Sätze ins Polnische übersetzen lassen, wortwörtlich und denen zeigen, wie gut oder eben auch nicht das funktioniert. Auch Substantive, zusammengesetzte Substantive, das ist ja cool, dann verstehen sie auf einmal, wow, das ist wirklich so, das funktioniert, das ist ja Sehenswürdigkeiten, heißt wirklich,
etwas, was man sehen sollte. Ja, genau. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn ihr deutsche Medien manchmal anhört, anseht, da kommt so etwas wie hier, Mutter fragt, und was habt ihr heute in Deutsch gemacht? Und der Teamwork mit Brainstorming über Joint Ventures. Ist das die Realität? Bitte nicht zusammenstürzen, liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer. Ihr müsst nicht Englisch lernen, um Deutsch zu vermitteln. Denn es sind vor allem Substantive betroffen im Wortschatz, die wirklich Dinge bezeichnen. Ja. Dann nach Peter Eisenberg, der große Peter Eisenberg, auch eine tolle Grammatik geschrieben, hat ein Buch über Fremdwörter geschrieben und in dem wertet er aus, dass etwa laut seinem Textsatz 0,5% des Wortschatzes Anglizismen sein. Okay, und warum brauchen wir die überhaupt? Na, und hier kommen wir zu dem Punkt, hier könnt ihr Englisch nutzen. Natürlich sind sie erst einmal global verständlicher. Mhm. Ja, Computer lässt sich besser verstehen, benutze ich ja auch Polnisch, als elektronisches Lesegerät mit Schreibfunktion. Oder Ordinateure, wie die Franzosen sagen. Ja, die Franzosen machen das ja genau. Das andere ist natürlich, mit Englisch ist in gewissen Kreisen, da kommen wir auch zu, wo das verwendet wird, nämlich in der Wirtschaft oder in der Jugend, ein gewisses Prestige verbunden. Deswegen wird es benutzt. Ja, ich habe Englisch gelernt, ich weiß all die besten Wörter. Ja, und wenn man die Schüler nach einem englischen Wort fragt, wissen sie die Bedeutung nicht. Das ist natürlich auch oft ein Problem. Obwohl sie dieses Wort auch ziemlich oft im Polnischen benutzen. Das ist auch so der Fall. Und dann, und hier kommen wir zu dem Punkt, wie man das nutzen kann, Deutsch und Englisch sind genetisch miteinander verwandt Sprachen, also auch das wisst ihr, und dementsprechend sind viele Dinge recht ähnlich. Im Sinne von, was nehmen wir denn, Wortstruktur ist ähnlich, die Satzstellung ist oft ähnlich, oft. Englisch ist ein bisschen strikter als das Deutsche, man kann auch, wenn ihr das machen wollt, ich würde es euch nicht raten, über zweite Lautverschiebung klar machen, welche Wörter, wieso eat und essen zusammenhängen. Das ist toll, kann man machen, ist die Frage, ob man die Zeit hat und ob man selbst auch das Wissen hat. Das ist natürlich nicht vorausgesetzt. Ja. Wie wird erwähnt? Genau, das wollte ich dich fragen, weil wenn ich sowas sehe wie ein nices Webinar oder ein nices Treffen, dann denke ich mir, oh Gott, in welcher Richtung geht die deutsche Sprache? Man muss es so sehen, Wörter werden entlehnt, das ist immer passiert. Ja. Vorteil ist, und das könnt ihr euch merken, Deutsch wird nicht überflüssig, denn es ist ein nices Webinar, vielleicht ist das heute ein niceres Webinar oder vielleicht sagt es ist das niceste Webinar, das ihr gehört habt. Ja, das ist das allerniceste Webinar. Das bedeutet, ein englisches Wort wird ins Korsett, so wie du in das Korsett des Dirndls gedrückt wurdest, das atmet dann mit. Jetzt wird das englische Wort oder auch das französische in das Korsett der deutschen Grammatik gedrückt. Das heißt, das ist ein nicer Lehrer, das sind nice Lehrerinnen, das wird so übernommen. Aber das Gleiche passiert auch mit Verben, zum Beispiel get download oder downgeloadet. Genau. Das konjugiert sich definiert und entlehnt wird immer, entlehnt wird in jeder Sprache, weil es im Deutschen unter Umständen oder auch im Polnischen kein Wort in dieser Bedeutung gibt. Ja? Oder aber kein Wort, das die gleiche Expressivität hat. Zum Beispiel deutsche junge Menschen sagen wirklich nice statt toll, super, spitze, astrein, knorke. Ja, oder bitte verwendet nicht nett. Ich muss es jetzt sagen, mehr als die Hälfte ist schon, ich darf es sagen, nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Es war die kleine Schwester von Scheiße. Dann ist es die kleine Schwester. Ist auf alle Fälle klein und nicht gut. Ja? Also benutzt nicht nett, wenn ihr etwas Gutes sagen wollt, sondern benutzt dann etwas wie super oder nice oder so etwas. Das Gendermonster. Zweite Möglichkeit, sogenannte Lehnbedeutungen. Mhm. Die stoßen sehr oft auf. Zum Beispiel gibt es im Deutschen das Wort realisieren aus dem Lateinischen im Sinne von verwirklichen. Ja. In die Tat umsetzen. Ja, so würde ich das auch im Kultschiff verwenden. Genau. Aus dem amerikanischen Englisch gibt es to realize, das heißt bemerken. Ja, I realize. Und gerade im Wirtschaftsdeutschen sagen viele so, boah, ich habe dann erst realisiert, dass der Pitch erst am Ende des Tages geupdatet wird. Und das hat sich in die Gegenwartssprache eingeschoben und Deutsch realisieren hat auch laut Duden mittlerweile zwei Bedeutungen. Ja?
Und aber dann, es gibt sowas wie Scheinanglizismen. Ein Handy zum Beispiel gibt es doch im Englischen nicht. Genau. Die Engländer verstehen das Wort nicht. Also Handy im Englischen bedeutet jemand, der aber nicht mit den Händen gut arbeiten kann. Das ist kein Handy, ne? Genau. Auch Oldtimer gibt es nicht. Ja. Oldtimer ist dann eher so ein alter Mann, würde man sagen. Also kein altes Auto im Deutschen, das ist ja als altes Auto. Oder sowas wie Public Viewing, sagen wir, für solche Massenveranstaltungen. Ja. Auf Englisch ist das die Leichenschau. Bei den Leistungen der deutschen Nationalmannschaft bei der letzten WM könnte das auch passen. Ja. Aber das ist etwas anderes. Das sind andere Bedeutungen. Scheinanglizismen, das zeigt eine Sache, Englisch ist sehr prestigeträchtig und man übernimmt teilweise Wörter, man erfindet Wörter, die Englisch klingen sollen, weil die eine größere Expressivität haben. Ja, aber wo benutzt man also diese Anglizismen? Kurz gesagt, stark in der Wirtschaft, ganz stark. Ich habe auch mal Polnisch gehört auf dem im Zug nach Warschau, dass Dostaje Call gesagt wurde. Deutsche sagen das wohl auch offenkundig. Wir haben in der Marketingsprache, sagen wir nicht Klienten oder Kunden, sondern Clients. Und die pitchen, was auch immer Pitch ist. Ja. Und aus der Wirtschaft ein interessantes Wort, am Ende des Tages. Das ist keine deutsche Redewendung, sondern at the end of the day. Das wurde auch übernommen. Am Ende des Tages muss alles irgendwie bereit. Genau, stehen. Genau. Letztlich oder letztendlich. Ich habe auch zu Hause gehört von meinem Mann. Und der EDV-Jargon natürlich, da liegt es nahe. Entwicklungen werden dort gemacht und wir sagen Pop-ups. Das passt auch zusammen. Genau, ja. Upload, Cookie und so weiter. Und Jugendliche müssen sehr oft angewiesen, weil die einfach so cool sind. Weil die Referenzkultur einfach amerikanisch ist. Ja, Swag, Alter. Fame, ja. Oder aber Shame, Shame. Zum Beispiel Fly sein. Ja. Jugendwort des Jahres 2017 findet sich im komplett genauso abgedeckt und zwar in einer Kategorie, die heißt im Ernst, quasi sind Seiten am Ende der einzelnen Kapitel und dort wird Jugendsprache in einer jugendlichen Form in Comics quasi dargestellt und da kommt zum Beispiel das Wort Fly sein. Da kommen auch andere Wörter wie Alugurke. Alugurke, krass. Beatballer. Also Wörter mit hoher Expressivität und da sind auch eben Anglizismen dabei. Okay, wie kann man das überhaupt jetzt im Unterricht machen und vermitteln? Klassiker für meine Studenten, Wortschatzlisten. Kollegen und Kolleginnen vergeben 2 Seiten Wortschatzlisten, Sprichwörter. Fail. Übrigens, Jugendwort des Jahres, Epic Fail oder Failen. Epic Fail, ich mag das einfach. Failen, er hat gefailt, sagen wir auch so in der Art, sind Wortschatzlisten. Was kann man stattdessen machen, um Wortschatz zu vermitteln? Da fange ich hier in der Mitte an. Chunks, da über Chunks haben wir schon ziemlich viel gesagt. Also es sind diese Muster, die man super vermitteln kann, im Gehirnspeicher und sofort abrufen, wenn man sie braucht. Und so lernt man am besten, weil die wirklich so handlungsorientiert, ach, ich mache dieses Wort, handlungsorientiert sind und man die sofort nehmen kann, sofort benutzen kann. Keine Gedanken mehr, einfach Chunks raus und sprechen. Definitiv. Netzwerke, eine andere Art, keine Liste, die linear ist. Das vielleicht genau, zeig das sofort mal. Ich habe das jetzt hier von, das ist nicht Klett, tut mir leid, Entschuldigung, ich winke nach hinten. Das ist deutschtraining.org, die machen das auch ziemlich gut. Zum Thema Sport. Gut, dass du ziemlich gesagt hast. Ziemlich. Es ging ja auch noch besser. Zum Beispiel nehmen wir der Sieg und da kann man gewinnen, verlieren, eine Niederlage erleiden. Mhm. Und so bilden sich dann quasi Netzwerke. So ist Sprache auch strukturiert. Mindmaps. Genau. Damit kann man den Wortschatz erweitern, man kann es immer weiter verbessern. Also das ist ein klassischeres oder besseres System, um das zu vermitteln. Okay, und wir hatten hier noch eine Sache, Pause-App. Und das ist das hier. Also Lernen per Klick mit einer App kann man auch Wortschatz lernen. Da kann man selber die Listen für sich aussuchen. Und sie sind auch super hier thematisch schon zugeordnet. Und zu jedem Kapitel haben wir eine Wortschatzliste, die man dann sich anschauen kann, die Wörter anhören, wenn die alle aufgenommen wurden. Von Muttersprachlern. Ja, richtig. Und die kann man auch wiederholen und zum Schluss einen kleinen Test machen. Und das unterstützt super die Schülerautonomie.
Es gibt ja aber auch eine andere Sache, die wir extra für euch eigentlich Max vor allem. Ohne dich wäre alles nichts. Ja, ich sehe schon, wir haben nicht so super viel Zeit, aber dann fragen wir doch, wollt ihr diese tolle Folge, die gar nicht langweilig ist, super spannend, mal sehen? Wir haben sie selbst noch nicht gesehen, das ist der dritte Teil. Wir zeigen. Ja. Habt ihr Lust, wollen wir uns den dritten Teil des das war das Thema. Vlogs ja. Da wolltest du anschauen? Deinen Unterricht ändern, oder? Ja, mein Unterricht ist traditionell, wie ihr mich schon kennengelernt habt, eher wenig inspiriert. Klar. Ja, wenn Ursula das sagt, dann... Auf jeden Fall, sagt Martin auch. Ich finde auch schön, dass jemand gesagt hat, ihr seid das beste Team. Das wärmt das Herz. Ja. Nicht nur ähnlich gekleidet im Schlag. Manu freut sich schon drauf. Na. Also dann. Müsst ihr aber ein bisschen Zeit einplanen. Also es dauert nicht lange, aber wir müssen noch... Wir werden 5 Minuten überziehen. Gebt uns das bitte. Und wir legen... Hallo! Hallo! Grüß Gott! Was machen wir heute? Heute sprechen wir über Zuhause und Familie. Aber zuerst möchte ich dich was fragen. Ja? Was denn? Glaubst du, ich bin als Lehrer autoritär und streng? Aber nein, ich finde dich kompetent und gerecht. Vielleicht nicht so lustig, aber das muss ein Lehrer auch nicht sein. Warum fragst du? Ja, meine Studenten sagen nämlich, er sei zu streng. Und Deutsch ist nicht ihr Lieblingsfach. Vielleicht machst du die nächste Deutschstunde ganz anders. So cool und lustig. Dann sehen dich deine Studenten anders. Da sehen sie den wahren Max. Gute Idee. Vielleicht mache ich die nächste Deutschstunde nicht im Deutschraum, sondern in der Aula. Und wir bereiten ein Theaterstück vor. Siehst du, dann kannst du den Wortschatz vom heutigen Vlog-Eintrag verwenden. Das Theaterstück unter dem Titel Bei mir zu Hause. Das ist eine super Idee. Aber was zu Hause? Ich habe eine super Nachricht. Mein Mann und ich, wir bauen ein Haus. Du bist verheiratet? Ja. Hast du auch Kinder? Nein. Und du? Ich bin verheiratet und ich habe eine Tochter. Schön. Aber bleiben wir beim Thema. Erzähl doch bitte von deinem Haus, das passt gut. Ich zeichne es. Oh ja. So, das ist unser Haus. Hier ist das Erdgeschoss. Hier ist der erste Stock und hier die Mansarde. Und habt ihr auch einen Keller? Ja, ich habe den Keller vergessen. Oh, und okay, was für Räume sind im Erdgeschoss? Ja, haben wir. Vorzimmer. Aha. Hier ist die große Küche. Und das ist das Wohnzimmer. Super. Und im ersten Stock? Im ersten Stock. Pass mal auf. Hier das Schlafzimmer. Hier das Gästezimmer. Super. Hier ist mein Arbeitszimmer. Einiges Arbeitszimmer. Das hätte ich auch gern. Und das hier das große Bad. Wow, nur für euch zwei. Nee, ich muss noch den Platz für meinen Hund finden. Ach, er hat doch noch einen Hund? Ja, ich zeig's dir. Oh ja, zeig mal her. Wie heißt er denn? Das ist ein wichtiges Familienmitglied. Okay. Er heißt Nico. Wow, zeig noch mal her. Also, Popasch. Wow, aber ich glaube, wir haben heute wirklich viel Wortschatz gelernt. Fassen wir das vielleicht noch einmal zusammen. Stimmt. Die Shape of the Rich Minus, was du sagst, wenn man sammelt, ist Kuchelchen. Lustig, kompetent, intelligent, nicht zu streng, super, kann man auch einfach sagen. Was ich mit der Schufa, die Chance, Regina? Verheiratet. Zamężna, żonaty. Aha, und dann gibt es noch Żona und Mąż? Die Frau und der Mann. Aha, und Córka? Die Tochter. To powiedz, oder so jakiś syn? Syn ist der Sohn. Und
Było też dużo słówek opisujących dom. Ja, genau. Idziemy tu. Der Keller, aha, das Vorzimmer, aha, die Küche, aha, das Wohnzimmer, aha, das Schlafzimmer, aha, das Gästezimmer, das Arbeitszimmer und das Bad. Ganz schön viel Wortschatz. Also ich glaube, das reicht für heute. Ach, was teilt schon an dich? Ja. Ah, Max, du wirst nicht so streng sein, nicht so? Ja, 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 genau. Also, ciao und euch viel Spaß beim Deutschlernen. Tschüss. Naja, übrigens, mein Hut heißt wirklich Nico und sieht genauso wie auf dem Bild aus. Und du bist auch, und du brauchst auch wirklich ein Haus. Ja, ich brauche wirklich ein Haus. Mit einem Arbeitszimmer, auf das ich wirklich neidisch bin. Ja. Ja, also auf alle Fälle, ihr seht hier, dass typisch für die Art, wie das dieser Blog aufgebaut ist, Wortschatz wird wiederholt. Das ist die erste Sache, der durchgenommen wurde in den einzelnen Kapiteln. Das zweite ist erst im Hörsehen dargelegt, man kann es nachlesen. Teile sind Popolsko, im Sinne von, dass auch für die Lernerinnen... Das ist ja wiederholen, das wäre wieder auf Polnisch noch gar nicht gesagt. Genau, und dementsprechend ist das quasi nochmal ein Weg, Wortschatz und eben durch die Hintertür Chunks zu lernen. Und das ist quasi auch das maßgebliche Ziel, kommunikative Kompetenz. Ja, um das noch besser euch zu zeigen, sprechen wir jetzt kurz über Spiele. Spannung, Spiel und Schokodeutsch. Nee, Deutsch, wie Schokolade, Deutsch. Schokolade später. Jetzt, warum brauchen wir Spiele im Unterricht? Weil das sofort steigt. Entschuldige. Was? Warum heißt der Hund Nico? Das ist so eine lange Geschichte, die könnte ich euch erzählen. Als wir den Hund genommen haben, da hat der Sohn des Besitzers, von dem wir den Hund haben, war ein großer Fan von Steven Seagal. Und der hat alle Filme mit Steven Seagal sich angeschaut und der Hund, also unser Hund heißt Nico, nach dem Nico Posavlagan, wo Steven Seagal auch gespielt hat. Deswegen heißt er Nico. Und da habe ich mir gedacht, Nico ist so ein cooler Name und passt ja auch für meinen Hund. Nico ist doch schön, warum nicht? Deswegen heißt er weiter Nico. Cemonier. Ja. Dorje. Zu spielen. Zum Thema Spielen. Motivation im Unterricht steigt sofort. Wenn wir dann auch ein einfaches Spiel nehmen und wenn sie auch einfach, also im Sinne unserer Schüler, am Anfang sagen, nee, wollen wir nicht spielen, für meine Kinder, dann 10 Minuten später spielen alle. Das ist ja so. Und so kann man auch super das, was man früher im Unterricht erklärt hat, irgendwelche Strukturen, auch Wortschatz, nochmal übermitteln und vermitteln. Und das ist der sogenannte Transfer. Also sie, das, was sie gelernt haben, werden sie jetzt imstande, selbst in diesem Spiel einzusetzen. Und sie merken das gar nicht, dass sie gerade was lernen. Und das ist das Wichtigste dabei, dass sie lernen, ohne das zu merken. Aber eine Sache verändert sich natürlich im Spiel. Die Autorität von euch wankt. Ja. Man ist Teil des Mitspielens und wenn man spielt, kann man auch verlieren. Ja, oder man modelliert nur das Spiel und nimmt überhaupt nicht daran teil. Und das ist auch für Lehrer, Lehrerinnen wichtig, dass sie diese Macht einfach in die Hände der Schüler abgeben müssen. Das ist wichtig. Und das, was die Schüler jetzt beim Spielen lernen, das ist die Selbstständigkeit und Selbststeuerung des Lernens. Dass sie selber entscheiden, in welche Richtung das geht, was sie gerade gelernt haben. Und dass die Spiele handlungsorientiert sind, das wisst ihr alles. Und so kann man auch das kulturelle Wissen super vermitteln. Und natürlich schaffen sie eine Gruppendynamik. Im Spiel bilden sich neue Koalitionen, Bündnisse und vielleicht sprechen die miteinander, die ansonsten auch nicht miteinander sprechen. Ja, und so kann man auch diese positive Einstellung zu der deutschen Sprache gewinnen. Weil Deutsch ist nicht so super beliebte Sprache, das wissen wir alle. Warum? Du solltest nicht so streng sein. Ach so, stimmt. Das wissen wir doch alle, darüber haben wir auch gesprochen. Ach komm, ist alles gut. Und man braucht, dass die Schüler einfach Deutsch mögen. Und durch Spielen und Spielen im Unterricht kann man einfach diese Vorliebe zu der deutschen Sprache. Und auch das Strenge, denn viele Deutschlehrbücher hatten früher einen sehr strengen
sehr auch auf Arbeit und Kultur fixierten Aufbau komplett, ahnt es schon, hat das nicht. Ja. Sondern ist sehr spielerisch. Und da haben wir zum Beispiel Brettspieler. Und bei diesem konkreten Brettspiel ist es auch so, dass wir dieses Brettspiel, analoge Brettspiel, online spielen können. Mhm. Kann man ja auch online spielen und interaktiv machen. Mit quasi auch Tablets. Ja, mit Tablets oder mit Whiteboard zum Beispiel. Genau, Smartboard, wie das auch immer heißt. Dann, wir haben auch sogenannte Spielseiten, wo man verschiedene Kreuzworträtsel, Suchsel, irgendwelche Wortschatzspiele hat. Das kann man auch im Unterricht machen, aber anhand von diesen Beispielen kann man die Schüler eigene Beispiele entwickeln lassen. Im Übrigen, wenn ihr euch für komplett entscheidet, gibt es auch Spiele in dieser Spieltasche zum Beispiel. Mhm. Da gibt es gibt ein gesamtes Set und in der sind auch Spiele dabei, ja, mit der ihr didaktisch das Ganze aufhübschen könnt oder auch nochmal einen Einsatz habt, um das Ganze attraktiver zu machen. Das sind ja auch super Spiele zum Thema Landeskunde. Mhm. Da kann man auch super über Landeskunde durch ein Spiel sprechen. Da haben wir Wortspiele, die sind nach jedem Kapitel, nach dem Wortschatzlisten. Und wichtig, da gibt es auch Spiele, die auf den ersten Blick keine Spiele sind. Zum Beispiel bei diesen kurzen Aufwärmungseinheiten haben wir da zum Beispiel Kettenübungen, die man auch auf eine spielerische Art und Weise machen kann. Zeichne ein Geschenk für deine Mitschülerin. Ja, zeichnen ist immer gut. Da, außer ich muss es machen. Ich bin Gott sei Dank bislang im Webinar verschont geblieben vom Zeichnen. Stimmt, du hast es noch nie gemacht. Ich versage dort. Ich habe andere Fähigkeiten. Ich weiß schon, was wir das nächste Mal machen. Haha, Deutsch mit Zeichnen. Ja. Kommen wir zum oh nein. Ende. Alles hat ein Ende. Oh nein, schon selbst das Schuljahr. Dinge, die Lehrer nicht sagen. Keine Ferien. Oh nein, schon wieder Ferien. Oh nee. Oder auch zwei gute Gründe, um Lehrer zu werden. Juli und August. Mhm. Natürlich stimmt das nicht. Ihr seid super Lehrer. Das macht super mit. Gewisse Probleme nicht an euch liegen. Und ihr seht den Job nicht darin, auf Juli und August zu warten. Nee, das definitiv nicht. Trotzdem, für uns ist es jetzt in dieser Saison, in dieser Spielzeit, das letzte Webinar, das wir machen. Normalerweise würden jetzt hier schon Konfetti herabfallen, das Wunschkonzert, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Wunschkonzert. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber sehen wir uns doch. Wir sehen uns doch bald. Oh, das sind jetzt Verhandlungen, die hier geführt werden in der Öffentlichkeit. Auf alle Fälle, eine Sache ist, ihr könnt uns immer sehen auf YouTube, den Blog, die Nachrichten. Da sind wir die ganze Zeit. Sind wir die ganze rund Zeit. Rund um die Uhr. Auch das Webinar hat ein Ende. Wir freuen uns da. Also die Präsentation findet ihr auf PLEP.pl Webinar. Und wir sehen uns dann im September. Ich muss da ein bisschen gucken. Im September. Wir sehen uns im September wieder. Zu einem Thema, das wir auch gerne anpassen. Darum ist es umso wichtiger, dass ihr noch in der anschließenden Umfrage Lob und noch mehr Lob. Gerne auch Kritik natürlich, wir können das aushalten. Das Wort kenne ich noch nicht. Weitere Impulse, das können wir in dem nächsten Webinar machen. Weitere Impulse uns für die weitere Arbeit gerne geben könnt. Wir freuen uns, euch im September wieder zu sehen. Na, Jivo, achtet auf die Seiten von CLEP, wo euch das auch mitgeteilt wird, wann, wie, was kommen wird. Wir gehen in die Ferien demnächst. Nur bei CLEP und komplett ist man immer fleißig. Deswegen saprashame.kontaktusnami. Ruft an, schreibt. Wir, das ganze Team, haben uns, glaube ich, ein tolles Jahr gehabt. Na, auf jeden Fall. Wie kann man denn? Es war sehr lustig hier mit euch. Ja, es war super lustig. Und eine wichtige Sache, ich habe heute nur einmal Scheiß gesagt. Nur ein einziges Mal. Wir haben quasi Scheiße unentschieden gemacht. Ich habe auch noch einmal, also jetzt haben wir es zweimal beide gesagt. Ja. In diesem Sinne wollen wir nicht so enden. Wir wünschen euch, wenn ihr fertig seid, das kommt jetzt auch demnächst, wunderschöne, erholsame Ferien, sammelt Kraft nach diesem bewegten Jahr und wir sehen uns im September wieder. Wir sehen uns dann im September. Ciao. Vielen Dank. Wir haben die Ehre und auf Wiederschauen. Ciao.